Kevin baut gerade die Stange um, damit er sich irgendwo auflehnen kann für das Video. Wie schwer ist das mit so einem Pumpenkörper? Ich habe gerade viel gegessen. Ey. Sei du erstmal so ein muskulöser Superheld. Wie machen das Captain America und Co. mit der Muskelmasse? Bis auf Ganzkörper? GK. Ja, ich habe gehört, das hier ist sowieso immer das Beste, wenn man das über eine Jacke macht. Das ist auch eine neue, wenn die kaputt ist. Bist du vorbereitet? Nee, gar nicht. Das schneiden wir jetzt aber raus, oder? Nein. Zum Ende. Der Kevin Gebhardt. Genau der. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Channel. Heute geht es um das Thema Regeneration, weil mich auch wirklich immer sehr viele Leute auf Instagram fragen, also immer wieder zwischendurch, hey, was machst du für die Regeneration, wie kann ich meine Regeneration optimieren und so weiter. Wollte ich heute einfach mal allgemein so ein bisschen darauf eingehen, was so die wichtigsten Punkte sind. Auch wenn es eigentlich sehr viel bekannt ist, was aber leider immer noch zu sehr vernachlässigt wird, meiner Meinung nach. Und dadurch einfach die Ergebnisse des Muskelaufbaus oder auch der Diät einfach gemindert werden oder deutlich verschlechtert werden. Ne? Der wichtigste Faktor ist, ich denke, da sind wir uns alle ziemlich einig, neben der Ernährung ist einfach der Schlaf. Ne? Der Schlaf muss erstens von der Dauer her, muss ja nicht unbedingt, ich sag mal, vielleicht ein Schlafbereich, ich würde sogar sagen, 6 bis 8 Stunden ist schon teilweise ausreichend. Nicht wie viele also immer sagen, so 7 bis 10 oder sowas oder 7 bis 9. Meiner Meinung nach sogar 6 bis 8 bei den meisten. Wenn aber die Schlafqualität stimmt, das heißt, der Schlaf muss gut sein. Wenn ich in der Nacht dann natürlich 10-mal wach werde und keinen Tiefschlaf habe und nichts, dann ist der Schlaf beschissen, dann bist du morgens natürlich auch gerädert und ja, hast einfach einen deutlich schlechteren Start in den Tag. Ich habe da meistens auch, ich meine, ich kann ja auch von mir sprechen, das habe ich natürlich auch hin und wieder und habe dadurch meistens natürlich auch deutlich weniger Hunger, weniger Appetit und so weiter. Und das ist ja wie so eine Kettenreaktion. Der Körper ist dann einfach nicht so auf Fahrt, wie wenn er jetzt komplett ausgeschlafen ist, vernünftig regeneriert hat. Ne? Also Schlaf ist da wirklich der wichtigste Faktor. Das heißt, die Schlafqualität ist natürlich entscheidend. Denn ich kann 12 Stunden schlafen und danach immer noch müde sein, weil die Schlafqualität beschissen ist. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich mir die Nasen-OP hatte bezüglich der Nasenmuscheln, die mir quasi, ja kann man sagen, wie, wo mir einiges rausgeschnitten wurde, weil das Laser nicht mehr geholfen hätte. Und seitdem schlafe ich viel, viel besser. Allergiebedingt habe ich natürlich immer noch ein paar Probleme. Da bin ich auch gerade mit der Hypo dran, also die Hyposensibilisierung beim Arzt. Das könnt ihr euch so vorstellen, das ist, ja, man kriegt quasi in der Schulter einmal im Monat, also einmal alle 4 Wochen, wie so eine kleine Injektion. Und danach soll sich der Körper quasi, wie sagt man, ja, gegen das Ganze sensibilisieren. Ne? Also, dass der nicht mehr empfindlich drauf reagiert. In meinem Fall ist es Hausstaub und Milben. Genau, daher mache ich jetzt auch noch die Hypo, damit das Ganze auch nochmal besser wird bezüglich Hausstaub und Milben. Ich achte natürlich auch noch auf so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Klar, mit Durchsaugen, Durchwischen, das ist eh so Standard. Und jetzt habe ich auch noch so Allergiker-Bettwäsche und sowas, was auch noch hilft. Also wirklich alles, um meinen Schlaf einfach zu optimieren, dass ich vernünftig durchschlafen kann, ne? Weil die Schlafqualität eben entscheidend ist. Und dann auch für den Tag, also für uns Bodybuilder ist es einfach so mit das A und O. Ne? Wenn der Schlaf beschissen ist, ist alles andere meistens auch beschissen. Dann seid ihr schlechter im Training, dann, wie gesagt, dann läuft das Essen in der Regel auch schlechter. Also ich merke das ganz extrem. Ne? Das, bei manchen ist es vielleicht weniger stark ausgeprägt. Also es gibt so, ich sag mal, es hängt natürlich auch immer auf so einen gewissen Leistungsstandard ab. Ne? Und bei mir merke ich es halt ganz extrem, wenn da jetzt zum Beispiel der Schlaf nicht stimmt, auf dem Niveau einfach, dass das andere dann auch nicht mehr alles so perfekt abläuft, ne? Wie mit dem Essen und mit dem Training. Wenn jetzt ein Anfänger sagt, der hat nicht gut geschlafen, dann kann er trotzdem trainieren und macht sein Training und baut trotzdem Muskeln auf. Ihr wisst, was ich meine, so das Verhältnis halt. Ne? Also damit ich jetzt noch Fortschritte mache, muss einfach alles stimmen. Und wer einfach wirklich optimale oder die, sag mal, das meiste herausfinden will, der sollte einfach, wie gesagt, da gerade an seinem Schlaf arbeiten und gucken, dass da wirklich auch alles passt. Ne? Ich halte es aber auch nichts von den Uhren, die diese Schlaf, es gibt ja, ich weiß gar nicht, wie die sich nennen, weißt du was dazu, diese, nicht Fitnessuhren unbedingt, es gibt so richtige Schlaf-Fake-Uhren, die dir dann sagen, oder auch so Apps, wo die sagen, du bist so viele Stunden Tiefschlaf, davon halte ich jetzt nichts, weil ich habe da einige Kunden auch, die damit, und die das Ganze haben, und dann sagen die mal, die hatten so viele Stunden Tiefschlaf und sind trotzdem morgens gerädert wie Sau, wo ich mir denke, da kann irgendwas auch nicht stimmen, ne, also, genauso wie mit den Uhren, die Kalorien verbrauchen. Ne? Das ist so, halte ich einfach nicht viel von. Hat doch vielleicht jeder eine andere Meinung zu, aber wie gesagt, für mich ist das nicht so aussagekräftig. Das ist eben, wie gesagt, der wichtige Punkt, worauf ich nochmal ganz kurz hier drauf eingehen kann, um das Ganze zu fördern, meinen Schlaf.
klar, Werbung hin oder her. Was ich aber schon seit wirklich mittlerweile seit einem Jahr jetzt benutze, ist CBD-Öl hochdosiert, also 20%iges. Hier von Optorize ist auch so mittlerweile der Nummer 1 CBD-Hersteller auf dem deutschen Markt. Kennen wahrscheinlich einige, die gerade mit CBD zu tun haben. Das ist wirklich das, was ich jeden Abend vorm Schlafengehen nehme, weil ich dadurch einfach besser oder tiefer schlafe, was ich auch wirklich merke. Was ich gleichzeitig noch dazu jeden Abend nehme oder auch morgens und mittags, also dreimal am Tag Ashwagandha, reduziert den Stressspiegel, und Stress ist für die Regeneration immer extrem beschissen. Sowohl körperlicher Stress, aber als auch psychischer Stress. Ne? Wenn ihr wirklich, keine Ahnung, in Trauer seid, keine Ahnung, mit der Freundin Schluss gemacht habt oder was auch immer, und das belastet euch psychisch, ihr werdet dadurch einfach schlechter regenerieren, das muss euch bewusst sein. Deswegen sagt man immer, Bodybuilding ist extrem viel Kopfsache. Der Kopf muss klar sein, der Kopf muss frei sein. Da gibt es so, ich glaube, das ist ein schönes Sprichwort von Arnold Schwarzenegger, war das? Your body is important, but your mind even more. Ne, das hat er mal irgendwie, ich glaube, das hat er mal als so ein Zitat rausgehauen. Und da muss man einfach völlig zustimmen. Ne? Wenn der Kopf dann nicht stimmt oder nicht passt oder man mit dem Kopf nicht bei der Sache ist, funktioniert das andere auch nicht so, alles auch nicht so prickelnd. Deswegen hilft es alles nichts. Ne? Also ihr müsst halt wirklich einen klaren Kopf haben. Genau, wie gesagt, das Ashwagandha hilft mir dabei super. Also generell einfach, um runterzukommen, ne? Stressspiegel generell so vom Tag zu minimieren, und das CBD. Das ist nämlich beides direkt vorm Schlafen gehen. Wenn es hart auf hart kommt, ich merke, boah, ich habe jetzt in letzter Zeit echt schlecht geschlafen, dann nehme ich mal phasenweise, vielleicht auch 2-3 Mal die Woche, das Sleep Plus von Bio Krausehof dazu. Kennt ihr wahrscheinlich die Inhaltsstoffe, ganz normal, Melatonin ist hier drin, dann ist hier Zink mit drin, Magnesium und auch nochmal Ashwagandha, aber nicht hoch genug dosiert für mich. Deswegen nehme ich es da nochmal extra. Und GABA halt, ne? Um den Körper so ein bisschen runterzufahren und die Schlafqualität auch zu verbessern. Könnt ihr gerne mal ausprobieren, die Sachen. Wie gesagt, das hier ist von Optorize, das andere von Bio Krausehof. Das ist so mein Schlafstack in Anführungszeichen. Genau. Ansonsten, neben dem Schlaf, der weitere wichtige Faktor ist natürlich die Ernährung. Das heißt, ihr könnt nicht vernünftig regenerieren, wenn ihr nicht vernünftig gegessen habt. Ne? Im Sinne von, ihr habt nicht ausreichend genug gegessen. Das ist immer so das, was die Leute ja leider nicht hören wollen, aber es ist einfach Fakt. Gerade um Muskelwachstum zu bezwecken, müsst ihr einfach, als Beispiel jetzt mal im Überschuss essen, das ist einfach Fakt, da gibt es auch nichts dran, drum herum zu reden. Und gerade um da vernünftig zu regenerieren, ist einfach eine vernünftige Ernährung essentiell. Da natürlich auch ausreichend Eiweiß, ne, dass der Körper einfach genug Baustoffe hat, um arbeiten zu können. Was natürlich auch noch dazu zählt, sind die Mikronährstoffe. Ne? Und jetzt kann ich, klar, ich kann jetzt nicht auf jedes Detail extrem vereinzelt drauf eingehen, weil sonst hängen wir 2 Stunden dran. Aber es muss einfach passen, gerade bei der Ernährung. Ne? Also ausreichend Kalorien, die Makronährstoffverteilung sollte passen. Es bringt auch nichts, wenn ich jetzt den Körper am Tag 300 Gramm Fett zuführe und gefühlt kein Eiweiß und keine Kohlenhydrate. Na, wie gesagt, das heißt, die Makro- und Mikronährstoffverteilung muss da wirklich stimmen, um halt seine Regeneration auf einen optimalen Punkt zu bringen. Genau, was natürlich wichtig ist, was ihr nicht machen sollt, wenn ihr am Kränkeln seid, pausiert. Weil gerade das haut euch die Regeneration so runter. Wenn ihr merkt, der Körper, der hat irgendwas, brütet irgendwas aus, dann pausiert wirklich. Weil da ist er schon mit der Regeneration beschäftigt, der Körper wieder gesund zu werden oder fit zu werden. Dann haut man nicht dann nochmal mit dem Training drauf, was das Immunsystem wieder schwächt, weil dann hat es doppelte Arbeit, überhaupt zu regenerieren. Das heißt, es macht krank, oder wenn ihr schon am Kränkeln seid, macht es keinen Sinn, ins Training zu gehen. Ne? Da muss er dann wirklich im Kopf her sagen, hey komm, ich mache heute einen Tag Pause oder auch mal 2 Tage Pause, bis es da wieder besser wird. Ne? Allergiesaison? Allergiesaison ist auch noch ein sehr wichtiges Thema, gerade was wir gerade schon erwähnt haben, oder hier hinter der Kamera, Pollen. Was haben wir noch? Ganz extrem. Hausstaub? Hausstaub, ja, wie bei mir jetzt der Fall. Dann sagen natürlich die einen Allergietabletten wiederum schlucken, da bin ich aber auch kein Freund von, weil die auch wiederum müde machen. Ne? Das ist, finde ich, ist so ein Teufelskreislauf. Und deswegen habe ich das ja gerade angesprochen mit der Hypo, die ich da mache. Ne? Dass das Ganze wirklich dadurch mal verbessert wird. Ist aber halt auch eine Sache, die nicht von heute auf morgen besser wird. Ne? Man spricht davon erst nach einem halben Jahr bis ein Jahr, dass dann wirklich eine deutliche Besserung eintritt. Ernährungsunverträglichkeiten sowieso. Das heißt, alles, was ihr nicht gut vertragt und nicht gut verdaut, beeinträchtigt natürlich auch die Regeneration, klar. Und das wird auch nicht richtig, ne? Wenn ihr merkt, so, es wird vom Körper nicht richtig aufgenommen,
dann lass die Scheiße weg, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Wenn ich weiß, ich vertrage keinen, weiß nicht, keinen Quark oder was, dann esse ich den auch nicht. Wenn ich weiß, ich vertrage das und das Gemüse nicht, nur weil es gesund ist und gut sein soll, dann esse ich es halt aber trotzdem nicht. Ich esse zum Beispiel kein Brokkoli und keine Kohlsorten allgemein, ne? Weil ich davon dann so aufgebläht bin, einfach, dass mein Körper mit allen anderen Sachen zu tun hat und sich nicht vernünftig, überhaupt nicht vernünftig abschalten kann. Dann so aufgebläht bin, dass alles andere drumherum drunter leidet und auch das Training vor allen Dingen. Ne? Was ich sonst noch benutze von Optorize, kann man natürlich nur lokal benutzen, jetzt auf die Stelle, die man trainiert hat. Also sprich nach dem Training direkt benutze ich hier das Wärmegel, ist ein Sportgel mit CBD auch noch drin. Also hat ein CBD-Gehalt von 500 Milligramm. Und das heißt, ich habe wie gestern zum Beispiel, habe ich Brust trainiert hier und habe die dementsprechend direkt im Anschluss dann halt die, das Gel drauf gemacht. Das Gel wirkt halt, wie gesagt, also wärmt den Muskel nochmal und wirkt dadurch natürlich auch durchblutungsfördernd. Und alles eigentlich, was durchblutungsfördernd wirkt, hilft halt nochmal bei der Regeneration. Ne? Deswegen, das sind so Kleinigkeiten. Man darf davon jetzt aber auch keine Wunder erwarten. Ne? Was ich sonst natürlich für die Regeneration noch mache, ist regelmäßige Physiotherapie und sowas. Ne? Also Physiotherapie ist da gerade für einen Bodybuilder das A und O, also sprich Behandlung. Oder wo ich auch mal bin, ist bei der Thai-Massage. Ne? Um einfach den Muskel zu lockern, gerade die Spannung mal rauszunehmen, dass der Muskel oder generell der Körper eben besser abschalten kann, regenerieren kann. Ne? Wie gesagt, so Wärmegels, das sind natürlich so Kleinigkeiten, die doch helfen, aber man darf von sowas oder generell von all den Supplementen keine Wunder erwarten. Ne? Aber die können natürlich, wie gesagt, den einen oder anderen deutlich helfen. Ne? Sauna mache ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann man natürlich auch machen. Ich würde es auch machen, wenn ich eine Sauna hätte irgendwo, sage ich ganz ehrlich. Also dann muss das aber auch regelmäßig machen. Das ist auch wieder die Sache. Ne? Da bringt es ja nicht, hey komm, ich gehe einmal im Monat oder alle zwei Monate einmal in eine Sauna. Das hilft dann auch nicht für die Regeneration. Ne? Massagerenz bin ich mir leider auch ein großer Freund von. Das mache ich direkt im Anschluss zum Beispiel. Da habe ich dann gestern nochmal 10 Minuten mit der Massage dann auf den Muskeln, den ich trainiert habe, wirklich drauf rum ja, massiert. Was natürlich den Muskel einfach lockert, dass er da lockert, ne, dass er dadurch halt auch besser regenerieren kann. Ersetzt aber halt auch keinen Physiotherapeuten, muss man ehrlicherweise sagen. Also wer einen guten Physio hat, kann sich da echt glücklich schätzen. Oder halt auch, was ich schon in meinen letzten Videos erwähnt habe oder auch gezeigt habe mit der Osteopathie, dass der euren Körper mal wieder komplett runterfährt, indem er die ganzen Fehler behebt. Die meisten wissen ja gar nicht, oder viele wissen gar nicht, dafür kennen sie den Körper halt nicht gut genug, wissen ja bei vielen so, was die Problematik ist. Ne? Und dann findet der Osteopath irgendwie einiges heraus. Ah, das und deswegen konnte sie nicht gut schlafen oder deswegen hat der Magen nicht richtig funktioniert. Das sind also Sachen manchmal, wie gesagt, wo die Schulmedizin nicht weiter weiß, da kann der Osteopath dann oft auch weiterhelfen. Ne? Was auf jeden Fall noch hilft, oder meiner Meinung nach, wo ich mittlerweile sehr von überzeugt bin, wie ihr auch wisst, habe ich davon schon einige Videos jetzt rausgebracht, ist das Dehnen, ganz wichtig. Und zwar, Dehnen mache ich immer nach dem Training, einfach weil der Muskel da schon warm ist. Vor dem Training würde ich es nicht machen, wenn der Muskel kalt ist, da ist die Verletzungsgefahr auch wieder viel zu groß, dass man sich dann da irgendwas ja, wegzieht. Mache ich immer nach jeder Trainingseinheit, sprich am liebsten mache ich es dadurch so, dass ich die Option habe, ich trainiere mal, ziehe mein Training durch, mache mein Cardio-Training und danach nehme ich nochmal ca. 10 Minuten den Muskel, halt, den ich trainiert habe. Das heißt, wenn ich vom Beintraining komme, zum Beispiel nach auch kein Cardio habe, dann gehe ich direkt nach dem Beintraining und mich nochmal 10 Minuten dehnen. Dann das reicht halt auch beim Rückentraining oder beim Armtraining. Da reicht noch wirklich 5 bis 10 Minuten meiner Meinung nach aus, wenn man es halt regelmäßig macht. Ne? Wenn man da wirklich täglich dran bleibt, umso besser. Minimum würde ich aber sagen, dreimal die Woche 10 Minuten. Da soll man wirklich da sein. Ja, sein, wie sagt man, sein Pensum? Ja, nicht nur sein Pensum hat, sondern auch seine Ergebnisse hat, ne? Also sein Ergebnis erzielt. Weil wer sich einmal die Woche, ja, okay, einmal die Woche ist besser als dreimal die Woche, aber wer sich jetzt einmal im Monat dehnt, der darf davon jetzt auch nicht so viel erwarten, ne? Also da muss man wie bei allen Sachen einfach regelmäßig dranbleiben. Ansonsten würde ich jetzt zum Schluss sagen, ansonsten guckt, dass ihr euch gut fühlt, weil dadurch entsteht das auch. Ne? Wohlfühlen, ja. Gut gehen lassen, in der Sonne rausgehen, Sonne tanken, spazieren gehen, Spaß haben, mal auch gut essen, denn wenn man sich immer nur strikt ernährt und alles nur serious ist, dann auch nicht und dann eigentlich abmoderieren. Ja, ja, ansonsten sind natürlich so Kleinigkeiten wie der Wohlfühlfaktor, also wichtig, dass er vernünftig regeneriert. Einfach in der Sonne mal spazieren gehen, rausgehen und ins Café setzen, Kaffee trinken, einfach so, dass ihr vom Kopf her wirklich klarkommt und euch wohlfühlt vor allen Dingen, ne? Dass nicht unter Stress steht, vor allen Dingen im Unterbewusstsein nicht immer diesen Stress habt, oh, ich muss das und das dann machen, abschalten können, ist da ganz wichtig. Ja, das sind also Faktoren, die man beachten sollte.
damit das Video jetzt nicht zu lange wird und ich nicht, wie gesagt, in die kleinen Details reingehe bezüglich Makro- und Mikronährstoffe nochmal, aber auch das muss halt passen. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ihr wisst Bescheid, wer mich unterstützen will, kann das gerne tun bei folgenden Sachen. Wie bei Optorize mit dem Code Kevin10, bei Climax mit dem Code Kevin10, bei PowerStage mit dem Code Kevin10 oder bei Smilodox mit dem Code GEPA10. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.